Leute und willkommen zurück zu diesem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal ein Vorwärtsbogengang-Tutorial. Das haben sich sehr viele von euch gewünscht und ich habe das heute mal für euch gedreht und ich hoffe sehr, dass es euch hilft, euch den Bogengang zu verbessern oder ihn auch direkt hinzukriegen. Und lasst super gerne einen dicken Daumen nach oben da. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob es bei euch geklappt hat. Und ich würde mich natürlich auch super über ein Abo freuen. Und ja, dann würde ich es auch schon sagen, wir legen direkt mal los mit dem Video. Wow. Die Voraussetzungen sind eine Handstand und dann noch eine Brücke. Die solltet ihr auch wirklich gut halten können. Dann versucht ihr mal Handstandbrücke auf eine Erhöhung, wie zum Beispiel ein Bett oder eine Matte, so wie ich jetzt. Und bei der Handstandbrücke ist es wirklich wichtig, dass ihr eure Beine gleich ganz nah an den Händen aufsetzt. Klappt dann eure Matte um oder sucht euch eine niedrigere Erhöhung und versucht das Ganze nochmal. Wenn ihr noch ein bisschen Angst habt, könnt ihr euch da auch erstmal noch eine Hilfestellung suchen, die euch da dann auch gut hebt. Klappt dann eure Matte immer mehr um, bis ihr das Ganze dann irgendwann mal ganz auf dem Boden könnt. Wenn ihr das dann schon gut könnt, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Und jetzt müssen wir von der Brücke aufstehen. Dafür sucht ihr euch auch wieder eine Erhöhung. Geht dann erstmal in die Brücke und lauft mit euren Händen wieder ganz nah an die Füße. Und dann macht ihr auch wieder eure Erhöhung immer ein bisschen niedriger, damit ihr das dann auch irgendwann mal auf der Erde oder halt auf dem Boden schafft. Kleiner Tipp noch, wenn ihr mit euren Händen beim Aufstehen ganz arg einknickt, dann drückt ihr euch ja ab und so geht das Aufstehen auch viel, viel einfacher. Übt das dann so lange, bis ihr dann irgendwann mal von der Brücke aufstehen könnt und das Ganze halt wirklich auf dem Boden ohne Erhöhung. Nun probiert ihr mal Handstandbrücke und versucht dann direkt aufzustehen. Also ihr könnt am Anfang noch zwischendurch eine Pause machen, so wie ich hier. Ich habe jetzt kurz eine Pause gemacht. Und dann versucht ihr mal mit ein paar Schritten Anlauf einen Bogengang, also ein sogenannter Schrittüberschlag. Der geht auch noch mal ein bisschen einfacher wie der normale Bogengang, da ihr da ja viel mehr Schwung habt. Hier seht ihr nochmal den Bogengang in Zeitlupe. So Leute, das war's mit diesem kurzen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und lasst es mich in den Kommentaren wissen, ob nun auch der Vorwärtsbogengang bei euch geklappt hat. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Tschüss!